Herzlich willkommen zu Unicorn. Heute ein weiteres Video zum Thema Formen. Und zwar werden wir heute mal ein wenig auf den Ballerina eingehen. Was macht den Ballerina zum Ballerina? Die Form kommt wahrscheinlich von dem Ballerina zu, denn der ist vorne auch gerade. Und das Ganze wollen wir auf den Nagel übertragen und damit starten wir dann jetzt. So, prima Ballerina auf dem Nagel, legen wir los. Zuerst müssen wir halt unsere Schablone vorbereiten. Wie beim Stiletto auch, legen wir dieses Teil möglichst mittig hier rein. Das machen wir, damit wir eine bessere Stabilität bekommen in das Ganze. Und dann reißen wir das hier auseinander. So, und jetzt gucken wir erstmal, ob wir die Schablone noch zurechtschneiden müssen. Das heißt, ob wir die noch anpassen müssen an den Nagel. Und ja, das müssen wir. Und zwar müssen wir ein Stück hier herausschneiden, damit die Seiten ein wenig tiefer kommen, damit die Schablone wirklich perfekt sitzt. So, das tun wir jetzt hier. Kannst du auch. So, ein kleines Stück herausschneiden. Das müsste schon reichen. Und schon sitzt die Schablone fast perfekt. So, und dann drücken wir jetzt die Seiten der Schablone unten zusammen. Möglichst perfekt, so dass wir die C-Kurve schön rund hinkriegen. Und dann das Ganze schon mal ein wenig zusammendrücken, damit wir schon eine schöne Kurve haben. Darauf achten, dass wir hier keine Lücke haben zwischen Nagel und Schablone. Sonst haben wir da so einen dicken Übergang. Das wollen wir natürlich vermeiden. Und auch gucken, dass wir hier und hier das schön geschlossen haben. So. Und dann fangen wir jetzt an, das Gel aufzutragen. Ich nehme jetzt hier Aufbaugel. Es gibt natürlich für Pinschen spezielles Pinschgel. Das ist meistens eine Art Glasfasergel. Aber mit normalem Aufbaugel sollte es auch funktionieren. Was müsst ihr beachten? Erstmal nicht an die Nagelhaut kommen und wir streichen den ganzen Nagel einmal komplett dünn ein. So, wenn ihr das gemacht habt, nehmt euch wieder ein bisschen mehr Gel und dann formen wir jetzt auf der Schablone mit dem Gel die Ballerina-Form. Das Ganze läuft ja relativ spitz zusammen, ist vorne eckig und das versuchen wir jetzt so halbwegs hinzubekommen. Macht lieber an den Seiten ein bisschen mehr und vorne auch ein bisschen länger. Weil dann könnt ihr lieber was wegfeilen, anstatt die Schablone nochmal anzusetzen und neues Gel aufzutragen. Was ich noch vergessen habe zu sagen, wenn ihr die Schablone ansetzt, sollte sie nicht nach oben zeigen, sondern eher ein Stück nach unten oder gerade. Denn wenn sie nach oben zeigt, habt ihr so Sprungschanzennägel. Das wollen wir natürlich nicht. So, dann macht ihr auf dem Übergang noch ein bisschen mehr Gel, damit das Ganze auch gleich vernünftig hält. Und auf die Schablone auch noch ein bisschen mehr. Gucken, dass die Seiten hier wirklich geschlossen sind.
Einen schnellen Blick an die Seite. Und dann kann das Ganze für 20 Sekunden in die Lampe, weil wir wollen das Ganze ja pinschen. Wenn ihr das Ganze dann nach 20 Sekunden aus der Lampe rausgeholt habt, ist es nicht ganz durchgehärtet und ihr könnt jetzt wunderbar den Nagel noch ein bisschen zurechtbiegen und formen. Ich löse dann erstmal immer ganz vorsichtig einmal die Schablone ab. Und dann nehmt ihr euch die Pinschzette oder Pinschzange und drückt das Ganze schon mal so ein wenig in Form. Das Ganze machen wir deshalb, um einen besseren Halt zu bekommen und eine schön geformte C-Kurve. So, habt ihr das so ein bisschen in zurecht gedrückt, nehmt ihr euch die Pinchklemme und setzt sie am Nagel an. So, und dann kommt das Ganze in die Lampe rein zum Aushärten. So, wenn ihr das Ganze aus der Lampe rausholt, macht ihr erstmal die Pinchzange ab. Und dann mache ich persönlich noch mal eine Schicht Aufbaugel drauf, um dem Ganzen noch ein bisschen Stabilität zu geben, bevor ich das Ganze nachfeile. Und so könnt ihr auch noch mal kleine Unebenheiten ausgleichen, bevor ihr das Ganze gleich so ein bisschen schön feilt. So, wenn ihr das Ganze aus der Lampe rausholt, cleanen wir es natürlich ab, um es dann nachzufeilen. Tja, aber wie bekommt ihr jetzt die wunderschöne Ballerina-Form hin? Nicht leicht zu erklären. Worauf ihr achten solltet, ist auf jeden Fall nicht zu viel von unten feilen, weil dann geht euch die C-Kurve flöten. Was ihr auch nicht machen solltet, zu viel an der Seite feilen, weil dann wird der Nagel einfach an der Seite zu dünn und kann auch schnell wegbrechen. Ihr müsst da so ein gutes Mittelmaß finden. Und was ich auch noch sagen kann, ist, ihr müsst natürlich wirklich öfter mal drauf gucken, euch die Form vor Augen halten, von allen Seiten gucken und von oben gerade auch auf den Nagel drauf gucken und so lange dran rumfeilen, bis die Form wirklich sitzt. Wenn ihr French machen wollt oder irgendwie Glitzer, Farbverlauf, wie auch immer, dann würde ich das jetzt tun und danach das Aufbaugel. Da wir heute nur eine Naturnagelverstärkung machen und das Ganze gleich mit Shellac einstreichen wollen, fange ich jetzt direkt mit dem Aufbaugel an. Ich streiche den Nagel erst einmal komplett ein. Auch wieder nicht an die Nagelhaut kommen, ganz wichtig. Und dann fange ich an der Bruchstelle an. Die ist bei einem längeren Nagel ungefähr hier. Umso länger der Nagel ist, umso mehr Aufbaugel muss natürlich auch auf den Nagel drauf. Bei längeren Nägeln tendiere ich auch eher dazu, zweimal Aufbaugel zu machen, um den Apex wirklich schön auszuformen. Mal gucken, ob hier einmal reicht. So, jetzt haben wir den Nagel zweimal mit Aufbaugel eingestrichen, um den Apex wirklich wunderbar auszuformen. Und jetzt feilen wir das Ganze wieder nach.
Dazu wie immer wieder abcleanern das Ganze. Und dann gucken wir jetzt, dass wir da eine perfekte Form reinkriegen. Das Ganze an den Seiten nicht zu dünn machen, denn da ist immer so ein bisschen eine Fehlerquelle. Da kann der Nagel dann schnell mal durchbrechen. Auf die Seitenlinien wieder achten. Und dann das Ganze einmal komplett anrauen. Nach vorne, nach unten feilen. Gucken, dass hier wirklich die Ballerina-Form trifft, also die Seiten ein bisschen schmaler ansetzen. Wirklich von allen Seiten einmal angucken, nicht dass ihr irgendwo eine Macke drin habt, die ihr dann vergesst. Das ist wirklich das A und O jetzt hier bei diesen etwas längeren Nägeln. Denn wenn das Ganze versiegelt ist und ihr irgendwo eine Beule drin habt oder so, dann fällt das natürlich sehr stark auf. So, und das wäre dann mein Ballerina-Nagel. Wie gesagt, ihr könnt es natürlich auch noch schmaler vorne feilen, wenn die Kundin das möchte, aber wir lassen das heute etwas breiter. Dann solltet ihr das Ganze natürlich abstauben und was ihr dann mit dem Nagel macht, bleibt euch überlassen. Shellack oder ein Muster, Glitzer, wie auch immer, lasst eurer Fantasie freien Lauf. Das war's auch schon mit dem Thema Nagelform Ballerina. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal einen Daumen nach oben da lasst und einen Kommentar. Ansonsten gebt auf Facebook, Instagram oder Twitter auch einiges ab. Und ich würde mich auch natürlich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris.